Hallo, herzlich willkommen zu den Tutorials von Doric4Design. Heute mit einem erneuten Making-of in puncto Studiofotografie. Und zwar auf mehrere Anfragen von Abonnenten werden wir jetzt ein komplettes Tutorial machen, sprich ein komplettes Making-of. Wie sind die Fotos entstanden im Studio? Später dann in der Postproduktion, wie haben wir sie bearbeitet bis zum letztendlichen finalen Foto quasi. Ja. Das ist Part Nummer 1, sprich Fotografie. Das heißt, ich werde euch die gesamten Setups einblenden, also Einstellung der Blitzköpfe, wie viel Watt pro Sekunde wurde verwendet, also Leistung, welche Lichtformer wurden verwendet, wie wurde die Kamera eingestellt, Blende, Verschlusszeit und so weiter. Das heißt, ihr bekommt alle Informationen, die ihr benötigt, um das Setup quasi nachzubauen. Ja. Ich werde das Video nicht unterbrechen. Ich halte halt nichts davon, mitten im Video nochmal einen Cut zu machen und euch dann einfach nur die Blitze zu erklären. Deswegen blende ich das in Form von Informationen ein und ihr werdet ja im Making-of, also im Video sehen, wie die Blitzköpfe aufgestellt sind, also welcher Winkel, welche Entfernung, das seht ihr ja. Und somit seid ihr in der Lage, die Fotos selber nachzubauen im Studio. Und ansonsten werden wir heute auch so ein bisschen mit Lichtfolien arbeiten, um so eine gewisse Akzentuierung hinzubekommen, also Lichtkanten, weil wir werden heute Beauty-Shots machen, also Porträts, wirklich sehr, sehr detailreiche Fotos und mit starkem Make-up, starken Farben. Und da ist es einmal halt ganz interessant, wenn man Akzente setzt mit Farbfolien oder ähnliches. Also so viel zum Teil Nummer 1, Part Fotografie. Wir sehen uns dann später in Photoshop, in der Postproduktion, sprich in der Bildbearbeitung. Und da bearbeiten wir einfach mal ein paar Fotos vom ersten, also von der RAW-Konvertierung bis hin zum finalen Ergebnis. Wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar unten drunter unter das Video. Dann antworte ich euch oder schreibt direkt eine Mail oder über Facebook, wie ihr lustig seid. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr was Hilfreiches mitnimmt. Freue mich natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wünsche euch viel Spaß. Bis dahin.
whatever I did, would you fix it? All right.